Ladies first. Mein Name ist Maike van Ackern. Ich arbeite bei der CSE GmbH in der Beratungsstelle Freiraum. Ich bin Sarah Hermes und arbeite auch in der CSE GmbH, auch in der Beratungsstelle Freiraum. Genau, wir sind eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen in Essen und beraten die anonym, kostenlos, beraten die, begleiten die, arbeiten für sie politisch weiter an bestimmten Dingen, machen aufsuchende Arbeit, sind auf dem Straßenstrich vor Ort oder auch in den Clubs und Bordellen. Und alles auf einer akzeptierenden Haltungsgrundlage. Genau. Also wir arbeiten nicht nur ausschließlich ausstiegsorientiert, sondern auch genauso einstiegsorientiert oder überhaupt, wenn sich Prostituierte oder Sexarbeiterinnen umorientieren wollen. So. Als erstes ist es halt in ganz Deutschland erlaubt. Also ja. Das ist ja an sich schon mal fantastisch. Und dann kam das Gesetz. Ja, gut. Dann kam das Gesetz, was nochmal ein bisschen Schwierigkeiten bringt. Ich glaube, dass für alle jetzt wirklich schwierig ist, dass sie jetzt in so einer Behördenmaschinerie drin sind, wo sie eben nicht so leicht rauskommen oder eigentlich gar nicht mehr rauskommen, sondern... Ne, ja, oder auch halt komplett gegängelt werden. Ich meine, welcher Beruf hat denn schon ein eigenes Gesetz? Das ist halt total lächerlich. Also, dass die Sexarbeiterin, also die Prostitution irgendwie einen eigenen Paragraphen hat kein anderer Beruf. Ich habe auch kein Sozialarbeiterinnen-Schutzgesetz, so. Da sitzt sich auch keiner für. Aber das ist halt, also ich finde es halt schwierig. Und ich meine, das Gesetz ist entstanden durch den Koalitionsvertrag von 2013 war es, glaube ich. Und dann wurde halt der Referentenentwurf nach draußen geschickt. Und dann haben sich halt alle möglichen Fachberatungsstellen, Gesundheitsämter und ich weiß nicht, wer dazu irgendwie geäußert. Der Deutsche Juristinnenbund sogar auch. Und alle waren, also nicht alle, aber die meisten haben halt gesagt, geht gar nicht, was da irgendwie auf den Weg gebracht werden soll. Und am Ende ist es halt genau das geworden. Also da wurde wenig noch dran geändert, ein bisschen was, aber nichts irgendwie im Grunde des Gesetzes, wo ich mir denke, ja, danke fürs Zuhören. Und das Interessante ist halt, dass jetzt auch genauso Probleme auftreten, was wir halt schon damals auch befürchtet haben, wo wir schon auch die ganzen Stellungnahmen geschrieben haben. So, ich finde das ja schade, dass es halt einfach überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Selbst die Anhörungen im Bundestag waren halt eine komplette Farce. Da werde ich dann auch ein bisschen sauer. Ja, dann kann man es halt auch ganz verbieten. Ist halt, also ich frage mich, wenn die Sexarbeiterin, also die darf ja dann arbeiten, wird nicht dafür bestraft, aber sie hat halt keinen Kunden. Warum sollte sie dann der Sexarbeit nachgehen, wenn ja kein Geld generiert werden kann, weil ja der Kunde sowieso bestraft wird? Das führt also halt zu dem, da kann man es auch verbieten, das ist dasselbe. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser, als der Frau die Schuld zu geben. Ja. Also, ne? Aber was heißt Schuld? Es ist ja auch nicht Schuld. Also ja, oder die Frau zu bestrafen für etwas, was in dem Land nicht erlaubt ist, formulieren wir es so. Das ist vielleicht das Gute an dem System, aber ansonsten würde ich das genauso unterschreiben. Also ich sehe wenig Sinn darin, es zu verbieten, weil es immer Menschen geben wird, die der Sexarbeit irgendwie nachgehen. Und es ist eigentlich egal, für wen man es unter Strafe stellt. Sobald es für einen von beiden strafbar ist, geht es halt in die Illegalität. Also dann geht es irgendwie dahin, wo es ganz dunkel ist, wo man es nicht mehr kontrollieren kann, wo die Frauen einer viel größeren Gefahr ausgesetzt sind, als wenn man es vielleicht vernünftig reglementieren würde. Und ich finde es auch, das schwedische Modell suggeriert halt immer, dass der Freier an einem, oder also der Mann oder der Freier irgendwie an allem schuld ist. Also dass der irgendwie das Böse ist oder so, das stimmt ja nicht. Also sind halt Männer, die halt Sex kaufen möchten, Punkt. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Richtig, da gibt es bestimmt auch Arschlöcher und da gibt es halt auch Nette, so wie Menschen halt auch Arschlöcher sind oder halt nett sind. Das ist ja überall so. Von daher finde ich es blöd, dass man die Männer oder vielleicht auch die Frauen, die das dann kaufen, so viktimisiert. Also, dass man sagt, dass sie halt irgendwie schuld sind oder böse sind oder so. Das stimmt ja nicht. Nur weil man das halt sich einkauft. Also, ich finde, das sollte man nicht bewerten.